Freundin setzt auf die Abfahrt, damit die fertig ist, ist es echt immer sehr cool. Diese Freiheit auf zwei Rädern, das heißt, dass das Rad so viel gilt wie der andere Bergsportler. Fallenentscheidung und Stehenentscheidungen. Die nächste Entscheidung, was uns so steht, ist mit den Teile jetzt in Bad fahren und ja. Das rockt jetzt. Ich sage eigentlich, das ist so ein geiles Gefühl. Thank you.
So, jetzt melden wir uns auch mal zu Wort. Die ersten Worte heute in dem Video. Ich habe schon ein paar Auffahrtssequenzen gesehen. Es hat einfach über Nacht nur mal gefühlt gleich viel geschnitten. Schaut aus wie im tiefsten Winter. Wir haben jetzt immer noch Ende November. Crazy. Die Laune war natürlich dementsprechend. Aber wir freuen uns jetzt auf die Abfahrt, weil mit den Fettis ist es echt immer sehr cool. Und wir sind wirklich alles da vorne. Also man kommt bei überall durch. Man unterschätzt die Fettis, finde ich aber relativ, oder ich zumindest. Da denke ich mir oft beim Treten, so jetzt geht es gleich durch oder man rutscht hinten durch. Aber die unterschätzt man wirklich. Also es ist perfekt zum Fahren. Oh. Ja, so ist es. So ist es. Für mich zu früh vom Schnee her. Für mich auch viel zu früh. Und es ist dann immer schade, weil der November war bei uns so ein cooles Monat noch gewesen und teilweise der Dezember. Mhm. Das ist jetzt History und das heißt halt jetzt tagweise nach oben sein und die anderen Tage sind wir halt dann wieder im Süden. Das ist dann einfach so. Ja, und der nächste Plan wäre sowieso, wir wollen in weiterer Zeit sowieso von Tirol weg, weil einfach wie soll ich sagen, also da muss man jetzt aufpassen, also ich will jetzt so keinen jemanden kaum scheren, aber das ist schon ein bisschen immer so, Tirol ist halt schon so eine Neidgesellschaft auch. Ja. Und in vielen Fällen, egal ob man Haus baut und so, und zum einen bewegen uns halt die Wohngründe, dass es halt für uns nach oben nicht mehr leistbar ist. Da werden wir nie in der Lage sein, irgendwas zu schaffen, das ist unmöglich in Tirol. Und zum anderen ist es das Klima, wo wir sagen, uns ist es einfach ums Können zu kühlen, wir wollen es einfach wärmer haben. Und was wir noch wollen, also nicht jeder, brauche ich das nicht zu wollen, was wir noch wollen, ist einfach diese Freiheit auf zwei Rädern. Das heißt, dass das Rad so viel gilt wie der andere Bergsportler. Und was ich da schon wieder komisch gefunden habe, mit den Fettis haben wir am Weg, ein paar Autofahrer sind super sauber vorbeigefahren und bei ein paar fahren die auf einen 10 cm zur Lenkstange. Da denkt man halt, warum? Also ja. Ich bin eben so ein Verkehrsteilnehmer und da merkt man halt schon, du nervst dich oder du bist ja nicht so launisch, irgendwas was, genau. Und das finde ich immer so ein bisschen schade bei uns, dass halt das nicht ein bisschen mehr respektiert wird. Und oft in Italien merkt man, die Italiener überholen gar nicht. Da denken wir, warum fährt er nicht vorbei? Nein, die respektieren die und wollen die gar nicht schrecken, weil du bist eben so. Ich glaube auch, dass das eher, weil ich denke, können die nicht Auto fahren? Nein, die warten halt einfach. Vorbei irgendwie, aber wenn man so sieht, kann das genau. Auf jeden Fall sein. Genau. Und was halt wir auf Dauer nicht wollen, wir wollen halt nicht immer dieses Klima belasten mit unseren Reisen, dass wir immer hin und her fahren, sondern dass wir das endgültig am fixen Wohnort haben, wo wir nicht mehr reisen müssen so viel und viel in der Nähe haben tolle Sachen. Was offiziell sind, ohne dass man nur gejagt wird und wie soll ich sagen, gemartert wird wie in diese Länder. Deutschland hat ja auch einen Gesetzesentwurf, den man Mountainbiken. Die Richtung geht in eine andere Richtung. Und in Tirol ist es besser, man baut sich ein Haus, als man fährt mit dem Rad durch den Wald. Das ist nicht so fein. Und wenn man dann so ist, so im Tagen wie diesen, dann ist es echt sehr idyllisch und auch sehr schön. Wenn man das betrachten würde, nur das Problem ist, ich glaube, das ist dann im Leben, jeden Land so, wenn man die Hintergründe weiß und so, dann ist es irrsinnig schwierig, da, da nur das neutral zu betrachten. Und deswegen Fallenentscheidungen und Stehenentscheidungen. Aber die nächste Entscheidung, was uns so steht, ist mit den Teilen jetzt im Bad fahren und ja. Das rockt jetzt. Und weil vielleicht ist das noch eventuell bei ein oder anderen die Frage ist, zum Beispiel wegen Salz oder so, weil genau. Ist ja natürlich jetzt nicht das Beste für die Bikes und wir haben natürlich die Anfahrt auf Salzstraßen machen müssen, weil es nicht anders möglich wäre. Wir wollten zuerst den Waldweg machen, aber es war zu viel Schnee, da geht dem Fettis auch nicht mehr, weil es dann einfach auch zu steil ist. Aber wir fahren da einfach extremst langsam und schauen eben auch, dass wir nicht komplett in der Salzlacke quasi sind und die Bikes werden dann auch immer gewaschen quasi. Demher sind die Wände dann gepflegt und salzbefreit wieder. Aber in dem Fall bleibt halt keine andere Möglichkeit. Nein. Und das ist halt auch nochmal Salz, ein Thema. Es wird gesalzt nicht nur einmal, sondern der führt fünfmal hin und her, wenn wir die Straße aufgefahren sind. Ist fünfmal der gleiche, auf und nieder gefahren und das Salz hinten aus, das wird einfach, das ist nur noch weiß einfach, wie das ausgespült wird und das halt auch in die Wiesen. Und ja, das ist halt auch wieder so eine Sache, wenn man denkt, die Umwelt, also es ist halt echt, das Salz, das frisst wirklich alles zusammen. Total, ich habe es da unten auch gesehen, da war wirklich ein Wiesenstück frei. Da war sicher 15 cm nur Salz oder so gestanden und sich dreht. Das finde ich halt auch schade für die Umwelt, weil das ist schon, glaube ich, eine Belastung. Wir sollten ja echt wirklich auf alles aufpassen und da wird das halt einfach, keine Ahnung, wenn halt einfach eine Schneefahrbahn ist und man macht halt einfach das, keine Streuung oder wird nicht Schneekram. Oder weniger, ein bisschen weniger,
zum Beispiel, wir bewegen halt das Auto dann halt wirklich gar nicht mehr außer zum Skifahren und das muss halt sein. Oder wir fahren genau, halt wir fahren so viele Alternativ, Bus, Zug und halt Bike, weil es Möglichkeit gibt. Ja, aber eben zum Beispiel einfach nur, du merkst ja die Autos auch nicht mehr, dann kaputt klar, machen, die rosten ja bei uns dann einfach nur noch komplett so und das schaust du ja auch. Kannst du zuschauen, kriegst. Genau. Und was halt auch immer Ding ist, bei den Sachen, wenn man statt diesem extremen Straßenbau und so ein bisschen mehr die öffentlichen Verkehrsmittel stützen würde, war ja viel mehr Nahverkehr, das war ja viel cooler, weil dann hättest du ja viel mehr Möglichkeiten, dann sagst du mir, okay, ich trinke einmal ein Bier und so und fahre dann mit dem Bus heim, weil warum auch nicht? Und gerade im Inter bei uns ist ja wurscht, wir haben wirklich Möglichkeiten ohne Ende. Ja. Also bei uns ist das ja egal, aber so Seitentäler, denke ich mal, ein bisschen mehr Nahverkehr, auch wo kein Tourismus ist, dafür weniger Straßenbau, war ja viel cooler, weil es ist ja leicht kommen und so viel entspannter, Spaß das Auto. Ja. Ja, aber jetzt gehen wir raus. Ja, genau, schon. Jetzt gehen wir. Los geht's. Straight ahead, bergab. Na. Super! Das ist ja Powder. Das ist Powder. Wow! Dieser Feeling, oder? Das ist so geil. Wie geil, oder? Wow! Wow! Wow, ich sag euch, das ist so ein geiles Gefühl! Wow, es fährt sich, oder? Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh. Hey, aber das war bis jetzt die geilste Fettbergabfahrt überhaupt, oder? Kurzes Update, wir haben jetzt wieder einen Gegenanstieg gehabt und jetzt geht es für uns die letzte Abfahrt nach Hause, sagen wir so. Richtung Immobilie mit Zentralheizung. Ja genau, in Salona ist, ja, der GoPro-Akku hat jetzt auf Standby geschalten wegen der Kälte. Ich wollte eigentlich sagen, unsere Stimmung ist dementsprechend gut gestimmt wieder, weil die Abfahrt einfach so genial war. Das ist einfach ein anderes Feeling. Das ist, boah. Ja, wie gesagt, wir haben einen Gegenanstieg gehabt und jetzt radeln wir den schönen Winterwanderweg um und dann geht es auf zur Abfahrt, beziehungsweise das ist eh teilweise schon ein bisschen sauber nieder. Wie ein Panzer.